Garten. Bei uns im Dorf, da oberhalb in den Bergen, da ist eine Hütte und die wurde jedes Jahr versorgt. Und da waren wir halt als Kinder immer dabei. Und von dort an ja, waren wir eigentlich immer interessiert an, der Fliegerei, an den Hubschraubern. Ja. Und so war es eigentlich von klein auf schon immer ein Traum von mir, Hubschrauber zu fliegen oder selber das mal zu machen. Also schulisch habe ich nur die Volksschule, Hauptschule, Poly und dann habe ich Lehre gemacht als Maurer. Und dann den Präsenzdienst beim Militär. Und dann eigentlich habe ich angefangen als Flughelfer bei einer Hubschrauberfirma. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht und dann habe ich mich entschieden, den Hubschrauberpilotenschein zu machen. Ja. Und dann ging es eigentlich los, ja. Mit Anfang 20. Die Überstellung von Baustelle zu Baustelle, das ist ein Überflug. Ja. Und das darf ich derzeit machen, und um ein wenig Erfahrung zu sammeln. Speziell mit den Anflügen auf die Baustellen. Das ist nicht immer leicht, weil sie teilweise keine großen Plätze haben zum Landen. Das lernt man einfach schon in der Ausbildung, dass man einfach über den Landeplatz drüber fliegt und sich das kurz anschaut, ist er eben, ist er schräg, sind Hindernisse, wo sind die Hindernisse und wie fliege ich am besten dann, dass da alles quasi safe abläuft, gell, beim Anflug und beim Landen. Gell. Was auch gefährlich ist bei uns in der Fliegerei, sind die Seile, die sieht man sehr schlecht. Gell. So alte Seile, rostige Seile sind schwierig. Ja. Und dann, was auch noch schwierig ist, wenn das Gelände nicht gerade eben ist, wenn es ein wenig schief ist, dann wird es schon ein wenig spannend, sage ich mal. Aber wenn man alles mit der Ruhe macht, dann funktioniert das gut. Man sollte nicht überhastetes angehen, sondern alles überlegt. Man sollte quasi vor dem Helikopter sein. Also man sollte schon vordenken, okay, was könnte passieren, was sollte ich nicht machen. Am Morgen beim Pre-Flight, da muss man die Maschine kontrollieren, ob alles passt, ölständig, ob keine Risse sein, ob alles okay ist beim Hubschrauber. Dann muss man sich wettertechnisch vorbereiten. Man sollte wissen, wie das Wetter wird oder wie das Wetter ist. Ist Nebel, Regen, kommen Gewitter, Hagel und so weiter. Und dann das Fliegerische selber, ja, der Wind, sage ich mal, ist in der Höhe schon ein Faktor. Ja, je nachdem probiert man den Hubschrauber zu landen und schauen, dass er ja, nicht beschädigt wird durch den Hagel. Oder irgendwie dem Wetter auszuweichen, wenn es möglich ist. Gell? Und man hat da alle Rücksprache mit dem Disponent im Büro, der checkt die Wetterradars und so weiter. Und durch das ist das natürlich auch vermeidbar. Am Anfang gibt man relativ viel Geld aus für die Ausbildung. Und dann ist aber noch nicht fix, bekomme ich mal eine Stelle als Pilot. Das ist dann, sage ich mal, das Schwierige oder das Ungewisse am Piloten, an der Fliegerei, sage ich. Also, ja, weil man nicht weiß, wo bekommt man was, bekommt man überhaupt was. Man gibt viel Geld aus für vielleicht nichts oder vielleicht, ja, hast du deinen Traumberuf dein Leben lang. Gell? Und das, sage ich mal, man sollte sich das schon gut überlegen, wenn man sich entscheidet, Pilot zu werden. Man sollte sich gut erkundigen bei Hubschrauberfirmen, wie das abläuft, wie sind die Chancen, um einmal einzusteigen als Pilot in einer Firma. Es steckt auch viel Theorie dahinter. Gell? Und speziell, wo ich in Amerika war, da war alles auf Englisch und mein Englisch war auch nicht das Beste. Und da hatte ich viel zu tun, um das alles in meinen Kopf hineinzubekommen. Gell? Ja. Aber am Anfang sieht man nur das Hubschrauber fliegen, 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 fliegen. Und was dazugehört, der große Teil eigentlich ist die Theorie. Das ist relativ viel zu lernen. Wenn du Lawinen sprengen gehst, dann hast du einen dabei, der die Sprengprüfung hat, der sprengbefugter ist. Und man muss schon jedes Jahr so Kurse machen, Weiterbildungen, so Sicherheitsausbildungen. Es gibt eigentlich relativ viele Sparten in der Fliegerei. Es gibt quasi als Fluglehrer kann man arbeiten oder Rundflüge machen, Tourflights oder ja, wie auch bei uns ist mehr oder weniger die Rettungsfliegerei in Österreich und die Transportfliegerei. Und dann natürlich auch die Offshore-Fliegerei, auf die Plattformen hinausfliegen, auf die Ölplattformen, die Leute rauszubringen und wieder reinzuholen. Ja. Und so große Windparks in der Ostsee zum Beispiel. Und da die Leute für Wartungen rauszufliegen und so weiter. Dann muss man auch das IFR machen, das ist die Instrumentfliegerei.
dass man so wie die Airliners quasi in die Wolken reinfliegen kann. Aber wie gesehen habe ich in Amerika, die Frauen können auch fliegen. Das, an dem fällt es nicht. Gell? Ja. Ja. Das war ein Katastropheneinsatz. Da sind wir die letzten 14 Tage im Bereich Rauris, ich glaube Allinger Graben heißt der, Holz ausgeflogen. Da ist eine riesengroße Vermurung gewesen bei einem Unwetter. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man das Holz aufhebt, dass da auch nicht irgendwas nachgibt oder irgendein Holz wieder runterkugelt. Und es ist halt immer eine Gefahr auch dabei. Also gerade bei diesen Sachen ist es irrsinnig zum Aufpassen. Und man sollte da natürlich den ganzen Tag konzentriert bei der Sache sein. Man fliegt da mit 60 bis 70 Meter Seillänge. Da fliegst du halt wirklich 7 Stunden pro Stunde 30 Flüge Holz aus. Gell? Und gehst halt zwischendurch einfach nur tanken, wo du kurz am Boden bist. Was sehr oft schon entspannend ist, wenn du da nur 3 Minuten tanken gehst. Wirklich, es ist einfach so. Ja. Also mir hilft das sehr viel, dass ich einmal mit dem Tankwagen gefahren bin. Dass ich weiß, wo kommt ein Tankwagen, ein LKW hin. Wie funktioniert das? Wie schaut die Spritversorgung aus? Es hilft mir auch sehr viel, dass ich einfach diese Lasten, was mir heute die anderen Leute und Einweiser, die sehr wichtig sind für uns, einhängen, dass ich die selber mal zusammengeschnürt habe und selbst eingehängt habe. Ich weiß, was ich da unten dranhängen habe, weil ich es einfach jahrelang selber gemacht habe. Und viele belächeln das, aber es ist einfach wichtig als Transportpilot oder als Pilot, der Außenlasten fliegt, dass man auch weiß, was unten vor sich geht. Aber was mir halt am meisten gefällt an der ganzen Sache, sei es jetzt im Rettungsbetrieb, wo man natürlich unmittelbar jetzt an irgendwelchen Leuten hilft, aber man macht einfach nicht irgendwelche Kunststücke, sondern man arbeitet höchst produktiv mit den Geräten. Gell? Ich tue zum Beispiel Vormittag Hütten versorgen, Nachmittag tue ich Seilziehen für irgendeinen Energiekonzern und am Abend mache ich noch irgendeine Mastmontage oder fliege irgendwo Leute hinauf. Oder, also die Abwechslung ist einfach bei uns das Schöne. Man, da darf man halt nicht nur in Österreich suchen, sondern da muss man wirklich flexibel sein und sagen, weltweit ist mir jetzt egal, ich gehe auf ein Thunfischboot und dort eine Thunfischschwärme suchen oder Rundflüge auf Gran Canaria machen oder Newscopter fliegen in New York oder Bananen sprühen. Und, also man muss halt wirklich flexibel sein. Dann glaube ich schon, wenn man den Willen hat und nicht aufgibt, dass die Möglichkeit besteht, dort nach der Ausbildung Stunden zu sammeln. Ah, jetzt müssen wir Rettungshubschrauber rauslassen. Also es gibt natürlich sehr viel von der Rettungsfliegerei über die Transportfliegerei bis in den Offshore-Bereich oder VIP-Bereich. Es gibt ja sehr viele Leute, die privat einen Hubschrauber haben und diesen nutzen wie uns eins ein Auto. Und bei denen halt auch natürlich Privatpiloten auch oder Berufspiloten, die dem privaten Hubschrauberfliegen angestellt sind. Und die fliegen mit Hubschraubern, wo 20 Leute Platz haben, also richtig große Geräte. Und für mich ist es eigentlich spannend, da in die Berge Transportflüge und Rettung zu fliegen, weil es einfach meine Heimat ist und ich natürlich da auch dieses Gebiet sehr gut kenne, weil ich hier aufgewachsen bin. Und das ist natürlich ein Sicherheitsfaktor auch für mich, weil ich kenne halt die meisten Seile rund um mich und die meisten Gefahren und weiß, wo ich bin und wo ich hin muss. Natürlich ist es für ein Unternehmen fein, wenn man fertige Piloten bekommt, aber das sind nicht so viele am Markt. Das heißt, man braucht aber zumindest eine Berufspilotenlizenz und dann ist das eine mehrjährige Ausbildung, die dauert 3 bis 5 Jahre, bis er dann bei uns als Einsatzpilot eingesetzt werden kann. Ja, die Berufspilotenlizenz, da hat man knapp unter 200 Stunden. Das ist schon, wir haben sehr viele Leute genommen mit der wenigen Erfahrungen, haben sie dann halt aufgebaut, bis sie 1.000, 1.500 Stunden gehabt haben, dass sie dann die anderen Einsatzarten fliegen können.
Das ist ein System, was sich auch schon seit Jahren in der Schweiz so bewährt hat, dass die Leute halt als Flughelfer tätig sind und den Job von der Pike auf lernen und dann auch weiter als Piloten herangebildet werden. Das Schwierigste sind die Außenlasttransporte. Die Flugrettung ist nicht der schwierigste Bereich für den Piloten selbst. Und darum wollen wir eigentlich nur Leute, die in verschiedenen Sparten einsetzbar sind. Es ist ja so, dass es saisonale Schwankungen gibt, dass im Sommer vermehrt Außenlasttransporte sind, natürlich auch Flugrettung. Im Winter ist dann aber fast ausschließlich Flugrettung und die anderen Flüge weniger. Das heißt, die Leute bei uns müssen an alles können. Es ist unvermeidbar, dass es Tage gibt, wo man zum Beispiel in der Früh voller Datendrang losstarten will und dann wird es aber kurzfristig aufgrund des Wetters abgesagt. Und umgekehrt gibt es dann wieder Tage, die sehr lang sind. Da ist eben Flexibilität und das Verständnis der Familie extrem wichtig. In uns ist eigentlich wichtig, dass die Leute also für die Zukunft mehr und mehr aus der Umgebung sind, dass sie da nah zu den Stützpunkten sind oder in dem Umfeld, wo sie ja zum Fliegen haben, dass sie da leben. Wird man sehen, wie die Entwicklung geht, aber insgesamt sehen wir für unser Unternehmen eine konstante Zunahme, auch für den Gesamtmarkt ein leichtes Wachstum. Im europäischen Raum zum Beispiel kann man überall arbeiten, aber sobald sie natürlich außerhalb Europas gehen, werden sie immer Rechtsprüfungen, andere zusätzliche Befähigungen benötigen. Die Leute sollen auf alle Fälle schauen, dass sie Ausbildungen haben, egal ob das jetzt ein Lehrberuf ist, egal ob das mit Matura ist, einfach das, was man gern macht, sonst auch noch gern macht, ein zweites Standbein zu haben, dass man jetzt nicht nur auf das angewiesen ist, im Hubschrauberbereich tätig zu sein, sondern wo man sich vielleicht zuerst Geld verdienen kann, dass man sich das leisten kann, die Hubschrauberausbildung weiterzumachen. Es wird nicht jeder die Unterstützung von zu Hause haben. Und man braucht da immer ein bisschen die Rückzugsmöglichkeiten und die Alternative.